Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich bin aus euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir parallel etwas gemacht mit Mr. Satan, oh, den stärksten Mann der Welt. Und ja, jetzt machen wir parallel Quest. Geil, ne? Gut. Fangen wir direkt an, ja. Keine Zeit verlieren. Wenn ihr euch der Part gefällt, in den Like, Abo oder sonst was hinterlassen, was auch immer. So. Und Zukunftskrieger, bam. Wir verlieren heute keine Zeit. Mal gucken, wie schnell ich hier einige schaffen kann. Ausgehen habe ich nichts gemacht, glaube ich. Und ja, gehen wir einfach. Ich habe Ginyu als Meister, also packen wir zweimal Ginyu rein. Einmal als Ginyu und einmal als Son Goku. Und machen dann hier die Parallelquests. Weil die müssen ja auch gemacht werden, ne? Über die Hälfte haben wir ja eigentlich schon, ne? Ne, ich glaube 45% oder so hatte ich noch gerade irgendwie nachgeguckt. Aber mal, wie schnell wir die erledigen können. Die Zukunftskrieger. Mal gucken, wie das Spiel überhaupt geht. Ich weiß ja voll drauf. Ich habe jetzt Kreis gerade, um anzugreifen. Ich ein anderes Spiel gerade spiele und da ist Kreis angreifen. Ja, ich habe eine neue Attacke eingepackt. Druckwelle. Ah. Alter, wie hoch bin ich nachgeflogen? Soll die Gegner irgendwie betäuben oder so? Gucken wir mal. Oh, was? Ja, bringt's auch voll. Was seid ihr denn? Das ist meine Mission. Der Druckwelle tue ich wieder raus. Das ist so ein Gefühl. Ich will ja immer rechtzeitig schaffen. Aua. Mal hier. Könnt jetzt wagen, euch in meine Mission einzumischen, ey, ihr Dreckskerle. Du. Muss dann go an. Ja. Ja, Wurf, Wurf. Und zack. So. Warte mal, komm mal her. Wurf. Mach. Der Lange von so weit von aus, der bringt ja überhaupt nichts. Ich dachte, der ist irgendwie so ähnlich wie Son Gokus Rettungsmove hier. Oder so zur Seite irgendwie schlägt und so eine riesige Druckwelle und so einsetzt. Aber nein, das ist natürlich wieder was voll Schwachsinniges, ey. Und ja, ich weiß, ich habe fast gar keine Variation, was meine Attacken hier angeht, aber ich bin mit meinen Attacken sehr zufrieden. Und kam ja, ja, diese mehrmals Angriffsattacke. Ja, oh, Schlüsselobjekt, Dragon Ball, buff. Sehr gut. Sehr gut. So, wo ist Hongo an? Genio. Oder schon wieder belebt? Okay, der wurde schon wieder belebt. Ich glaube, ich habe doch alle Parallelquests gemacht, die schon doppelt waren aus dem ersten Teil. Also ich tue jetzt nicht noch meine ganzen Parallelquests spielen, die im ersten Teil schon gezeigt worden sind. Dann könnt ihr den ersten Teil einfach einschalten von meinem Let's Play. Und irgendwie kann sie nachher noch mal zu machen, Kamera. Da würde ich sagen, das zieht gar nicht so viel ab. Ich krieg die Krise. Au. Na, was bringt das überhaupt? Ja, der Gegner ist kurz mal toll, super. Ja, der wäre viel besser. Wir stehen. So. Oh mein Gott. So, Wasserrohrkombat. Da kommt noch was, ne? Ja. So ein Gorn verwandelt sich in Super Saiyan, oder? Ist nur hier, okay. Oder ja, ja. Als ob du dich damals zum Super Saiyan verwandeln kannst. Du kannst unter Wasser reden. Hier Super Saiyan Kampf. Okay, Wurf. Boah, hier haben wieder alle voll. Ja, die Burning Attack.
gelacht. Oder geblockt, Mann. Doch, doch, doch. Genio, hol Genio wieder zurück. Oh nein. Oh, ich hatte keine Key für mein Ultimate. Sehr gut. Ja, wo ist Son Gohan da unten? Aber ja. Da. Ja, hi, na? Boah. Boah, was ist das denn? Genio, hol Genio zurück schon wieder. Oh Mann. Ja. Ja, lacht, ey. Ja. Ja, du warst, wenn ich so auf die Gegner losgehe, dass ich so teleportiert. Bah, was denn hier? Konzentriere ich vielleicht auf mich, ja, jetzt konzentrierst du dich auf mich, ist klar. Jetzt muss ich auch Wasser krieg. Und zack. Nein, das gibt's doch nicht. Nein! Au. Gar nicht wehgetan, wir waren unter Wasser. Ha, gewonnen. Uff. Ausgezeichnet. Und Z sogar. Und 6 Sternball, genau. Ausgezeichnet. So muss eine Parallelquest ablaufen. Alles läuft problemlos ab. Rang Z. Erster Versuch, kein Problem. Ich habe nur nicht die Items jetzt bekommen, die, glaube ich, hier gedroppt werden können. Ja. Ja, nächste. Ist schon 5 Sterne. Kriegerauslöschung, zukünftiges Kapitel. Das kommt mir bekannt vor. Machen wir es mal, das hier Zukunft verändern. Son Gohan, Zukunft wird besiegt. Oh, nee. Hier kommen. Genio. Und Vegeta Genio. Weil, warum nicht? So viele Variationen von Genio. Dabei ist er ja in so einem Freezer-Soldaten-Typen, glaube ich. Oh nein, eine Beschützungsmission. Au. Oh, und Trunks habe ich auch noch dabei. Boah. Boah. Ich habe vergessen, den einen Angriff auszunehmen. Verdammt. Wieso will mein PC sich runterfahren, verdammter Dreck, ey. Doof. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist irgendwie einfacher als der erste Teil. Oder bin ich mir nur ein? Am Anfang habe ich mich zwar nur beschwert, dass ich so viel Probleme habe, mich an die Steuerung zu gewöhnen, wenn ich so ein paar Sachen geändert habe, aber irgendwie ist es viel einfacher jetzt. So, warum kriegst du denn so auf die Fresse? Hi! Puff. Obwohl es mich ein bisschen nervt, dass die Gegner bei fast jedem Schlag immer wegfliegen. Ey. Kannst du nicht irgendwie an eine Stelle halten und ey, 15 Minuten hier verkloppen. Kriegen wir durch die halbe Karte. Doch,
geblieben. Buff, wollte ich gar nicht. So, ist erstmal verfressen. Und zack, warum an dem muss immer so ein kleines bisschen übrig bleiben. So. Also C16. Mal für den einen Angriff machen. Hat er mir sein Schild abgewehrt? Ich krieg die Krise. Kein Problem. Einfach so lange darauf einprügeln, bis sie sterben. Das ist die Dragon Ball Z-Logik. I figured it out. We just have to punch them really hard. Alter, wer hat den jetzt aus der Flugbahn ausgeschossen? Doch. Ha. Da kommt noch jemand. Stimmt. Ey. Doof. Ja, wer kommt jetzt noch? Oh, noch Ryo Wakamoto. Da. Ist das? Nein. Und in seiner Ausdauer. Sehr gut. Wir müssen die immer so wegfliegen. Ich habe noch nicht mal so einen Angriff gemacht. Ey. Stimmt, wenn man die irgendwie zu lange irgendwie angreift, dann fliegen sie auch irgendwann weg. Irgendwie so was war das. Ja, der tut überhaupt keinen Widerstand leisten, ja. I don't even have to go super saiyan. Boah, ich wollte den auch gerade greifen. Genauso. Ja, oh, sehr gut. Hier ist, wenn er Angriff trifft. Würden wir aber wünschen, er wird ein bisschen mehr abziehen, weil irgendwie kann er doch nicht sein. Nein. Bitch Slap. Mal, lass ihn noch mal hier. Mal, nein. Aha. Würde ich auch können. Ich möchte auch meinen Schwanz in jemanden so reinstecken können und den auslutschen. Das klang so falsch. Boah. Sehr gut. Wollte ich gar nicht, aber egal. Sehr gut. Das war einfacher. Nur 6 Minuten schon wieder. Und schon wieder Z. Das freut den Genio. Der hat voll den Spaß. Das ist sein Job als mein Meister. Ich glaube, wir haben schon wieder eine doppelte Mission. Nachdem wir die erste Mission gerade geschafft haben, haben wir, glaube ich, eine doppelte Mission wieder bekommen. Ja, super. Ich gerne Ausbildung machen normalerweise. Ich will eine andere Fähigkeit haben. Irgendeine Nahkampfattacke möchte ich schon haben, wenn ich schon so ausgeglichen irgendwie level. Was haben wir denn da? Gib mir wie sie noch. Irgendwas muss er zu ändern. So ein Wickelgummi, Perlblitz, ein offener Schlagab, der einen bogenförmigen Flugbahn aufweist. Cyborg tritt, Götterschockblitz. Jetzt gehen einen Stich und lege ich sie dann. Letzter Schlag. Wir können uns einen harten Schlag, wenn du nah an deinen Gegner herankommst. Ich glaube, die Fähigkeit habe ich doch schon mal ausgerüstet oder hab, ne? Schlage mit einem Schwert zu. Ich habe kein Schwert. Na, später tun. Keine Ahnung. Mach mal super Drachenfaust. Keine Ahnung. Mal gucken, wie die aussieht. Dragon Balls der Zukunft. Für 6 Dragon Balls zurück. Hm.
Das sind alles Neues, alles neue Missionen. Die eine kommt mir irgendwie so bekannt vor vom Namen. Mal gucken. Möchte ich natürlich ausgehen. Aber ich habe wieder freigeschaltet, glaube ich. Oh Gott, die hatte ich glaube ich vorher noch nicht. Genau. Ja, Genio Trunks gegen die Cyborgs. Macht Sinn. Das passt doch. Rainbow Multiverse, da haben sie doch jetzt, weiß nicht. Mal wieder reingestuppert. Oh Gott. Haben sie, weiß ich nicht, hat Genio irgendwie den Körper von Bra irgendwie eingenommen. Kämpfen jetzt gegen Vegetto. Oh, episch. Aus irgendeinem Grund kann Genio die Kraft von Bra kontrollieren. Oh, den Angriff, den kenne ich. Der ist aus Budokai 3 doch. Er hat Son Goku eingesetzt. Oh. Glaube ich. Der sieht aus wie der Angriff von Son Goku. Dragon Ball Z Budokai 3. Oder den seinen Nahkampfangriff. Kombo. Glaube ich. Fällt mir. Ma. Aber kann auch sein, dass er ein anderer ist. Ist auch irgendwie Drachenfaust, glaube ich. Aber warum machen sie keinen neuen Teil von Dragon Ball Z Budokai? Die Spiele haben 1000-mal mehr Spaß gemacht als Xenoverse oder Raging Blast oder so. Xenoverse macht auch Bock, muss ich zugeben. Ist seit langem eines der besten Dragon Ball Spiele aller Zeiten, aber trotzdem. Ich meine, fragen würde, was das Dragon Ball Z Spiel wäre, dann würde ich immer noch sagen Budokai 3. Dann sollten sie mal so mit Dragon Ball Super Charakteren und so was alles rausbringen. Das wäre doch geil. Aber nein, dann tun sie natürlich hier Burst Limit rausbringen, was nicht mal halb so gut ist. Ja, habt ihr schon Dings? Nee, leider schon. Ich tue mal ein paar Dragon Balls sammeln. Wenn ihr den kaputt knüppelt. So, hier ist einer. Und da ist einer. Ja, nein. Boink. Komm, mal als nächstes kommt in der Story. Wir haben ja jetzt Kampf der Götter gemacht. Da müssen ja eigentlich die Rückkehr von Freezer kommen. Fun Fact: Der Manga und die Anime von Dragon Ball Super sind ja, glaube ich, zeitgleich ungefähr ein bisschen gelaufen. Und im Manga kam die Freezer Revival Saga überhaupt nicht vor. Ich war überrascht. Also ja, Freezers Wiedergeburt kam nur in dem Film und dann später in der Anime vor. War interessant herauszufinden. Gut. So, warte jetzt. Zell. Ja, hat sehr gut funktioniert, Zell. Wie jetzt? Ein ganzes Wagen. Oh. Alter. Genio macht den voll platt. Ist mir auch aufgefallen, irgendwie Genio ist verdammt stark so als Begleiter. Aber wenn ich auf Screen ja irgendwie ein paar Sachen gemacht habe. Doch. Warum zieht die angefallen einfach nichts ab? Das Gefühl, meine normalen Angriffe hier tun mehr abziehen als meine ganzen
mega planetarisch zerstörenden Angriffe. Jetzt habe ich den Satz jetzt richtig zu Ende gebracht. Ich glaube nicht, egal. Hi. Nein. Ich setze noch meinen Mobs Kamehameha ein. Mobs Geschwindigkeit Kamehameha. Buff. Und zack. Was? Okay. Was wünschen wir uns denn Schönes? Was wünschen wir uns denn jetzt? Olmas Höschen? Ah, buff. Dragon hat echt einen kranken Humor. Schläge machen mich mörrisch, okay. Dich auch? Wie konnte Dragon Ball eigentlich nur so erfolgreich werden? Dragon Ball hat so einen einzigartigen Humor. Ich habe schon so ein bisschen, weiß ich nicht, viel zu kindisch eigentlich ist. Weil wir haben einen perversen alten Mann. Weiß nicht. Penisse werden auch einfach so gezeigt, als wären es nichts. Also von Son Goku jedenfalls. Das kommt mir auch bekannt vor. Papa stirbt nicht. Das kommt mir aber nicht bekannt vor. Machen wir das. Ja gut, ich weiß nicht. Offscreen mal nach, ob diese Quest auch schon im ersten Teil vorkam, weil da mache ich einige von denen wieder offscreen. Und ja. Ich auf jeden Fall erstmal die, von denen ich glaube, dass sie nicht vorher vollkommen sind. Das sind meistens die Quests, wo weil nicht neue Charaktere vorkommen, wie hier Broly. Wo Broly kam ja eigentlich, aber der kam viel später, glaube ich, erst im ersten Teil. So fast gegen Ende. Deswegen nehme ich mal an. Das war jetzt eine sehr doofe Frage, aber konnte man sich bei der Charaktererstellung am Anfang die Frisur von Son Goku machen? Habe ich wie dann Broly reagieren würde. Ja, Trunks habe ich noch nicht als Kind. Lagoten. Ich die Charaktere. Ich meine, ist klar. Parallelquest machen, Story. Alles andere, irgendwann schalte ich die schon frei, ist klar. Nein. Das bitte. Das Turbo starke Kaffeebonbon. Vegetto in der deutschen Version war einfach Hammer. Besser als in jeder anderen Version. Ja, Vegetto in der englischen Version war eigentlich fast wie jeder andere angeberische Charakter in Dragon Ball in der englischen Version. Der japanischen Version war schon ein bisschen ernst zu nehmen da. Boah, kannst du mal aufhören? Weil ich hat sich nicht wirklich lustig gemacht über Buu, sondern eigentlich nur provoziert. Man hat den sofort angesehen, dass er irgendwie provozieren wollte. Der deutsche Version war da einfach nur wortwörtlich Majin Buu am Verarschen. Da war richtig geil. Da! Da! Aber Dr. Buu, das sieht doch gleich aus, als wäre er beim Amputieren das Messer abgerutscht. Jetzt sieht es eigentlich ständig aus, dass ich. Ne, warte, wie war das? Jetzt wird es eigentlich aus, dass ich dich ständig verarsche. Weil ja, war richtig geil. Die deutsche Version hatte richtig gute Highlights. Sie haben irgendwie Sprüche rausgebracht, die hast du in keinen anderen Versionen gehabt. Merkt man, dass die Synchro früher besser war. Heute haben irgendwie deutsche Animes, weiß ich nicht, die Hälfte der ganzen, wow,
alle drei auf einmal bekommen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, alle neueren Animes mittlerweile irgendwie, weil nicht so nur 10 Synchronsprecher haben. Ich habe voll viele Stimmen heutzutage doppelt. Nicht, dass ich deutsche Animes gucken würde. Aber wenn ich mal eigentlich einschalte, dann haben die meisten immer die genau gleichen Stimmen. Ich bin nicht Kakarot. Er hat schon angegriffen, bevor ich überhaupt hinter dem war. Keine Ahnung, ich habe ja mal Inazuma 11 für den Nintendo 3DS gespielt. Das war ja in Deutsch, die Synchro. Und wow. Weil ich habe euch mal irgendwie so die neueste Serie von Yu-Gi-Oh! Irgendwie so mal reingeschaltet. Und da habe ich mir, ist mir aufgefallen, weil nicht die Hälfte der Stimmen aus der Zuma, in der Zuma 11 auch da vorkam. Und die waren nicht gut. Die waren wirklich nicht gut. Au, au, au. Die deutsche Synchro von Dragon Ball Z hat es aber auch voll gebracht, ey. Ah, Vegeta, die lasche Dampfgurke. Oh. Na, warte, Frieza, jetzt ziehe ich die Fußnägel hoch. Weil nicht so Vegeta, Piccolo, Cell, die haben richtig geile Sachen immer gebracht. Naja, das ist ein bisschen unfair. Du bist voll unbesiegbar während des Angriffs. Vor allem, du setzt ihn doch bestimmt noch ein paar Mal ein, oder? Kakarotto! Kamen Elektra. Ich krieg Dragon Ball PP nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, ich habe das schon mal, ich habe schon mal vorher gesehen, aber ich hab mir halt in letzter Zeit voll oft angeguckt. Das ist so ein gestörter Scheiß. It looks like Gohan and Christian Stewart have to defeat Frieza. Virginia hanging out with little boys in spandex, I see. Yes. Muss ich mal, oder so ein gestörter Scheiß, aber das ist so witzig. Ja, das ist irgendwie so, als wenn irgendjemand, der überhaupt keine Ahnung von Dragon Ball Z hat, weiß ich nicht, so ein oder zwei Folgen gesehen hat oder nur vom Hören versucht irgendwie die Serie zu beschreiben und hat irgendwie eine kleine Animation dann so zusammenfasst. Das ist mehr oder weniger diese Animation. Dragon Ball PP. So, haben wir dich jetzt bald. Kollege, ich hau schon die ganze Zeit auf dich drauf, aber du fragst einfach nicht mal an. Ah! Ha! Hab ich abgewehrt. Was zum Teufel? Nein, 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 nein. Freck. Sehr gut. Puff. Ach Gott. Schon wieder Z. Broly's Kleidung. Ich habe zweimal die Jacke von dem bekommen. Will sie mich verarschen? Weil er trägt doch gar kein Oberteil. Trägt überhaupt ein Oberteil? Er trägt doch gar kein Oberteil. War. Halt so bleiben. Okay, da war es dann aber schon. Bei diesem Part. Ich werde mal gucken auf Screen, ob einige Missionen hier noch, also nicht, doppelte sind vom ersten Teil. Dann mache ich einige hier auf Screen. Welcome Team Teil 2. Das hier könnte vielleicht zum Beispiel eine doppelte sein. Die kommt mir vom Namen auch bekannt vor. Ich bin mir aber nicht sicher. Die hier auch ein bisschen. Nur kann sein, dass dann irgendwie Son Gohan als Erwachsener wahrscheinlich anstatt Zukunft Son Gohan da war. Und dann ja, weiß ich nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir irgendein Zeugs machen. Wir machen auf jeden Fall noch nicht die Story weiter. Wir machen irgendwas anderes. Du hast einen Anzug. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr aber ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.